Bei Monster Hunter World. Wir begeben uns auf die Suche nach der Wildexpertin und fragen sie nach unserer nächsten Aufgabe. Dafür müssen wir aber wieder ganz nach oben gehen. Weil die versteckt sich ja immer ganz oben. Beziehungsweise jetzt ist ja nicht ganz oben. Also halb. Und mal sehen, was sie heute für uns hat. Oder doch, ist schon ziemlich weit oben. Bei der Schmiede müsste es sein. Okay, als nächstes müssen wir uns um diese Kestodons kümmern. Der Anführer des Feldteams hat gesagt, er kommt mit. Wollen wir mit der Suche im Urwald beginnen? Ach, ich habe eine gute Nachricht für dich. Wir Wildexperten hängen alle Hinweise, die wir finden, an der Questtafel auf. Dort kannst du dich auch zu Quests melden. Du brauchst also nicht immer den ganzen Weg hier hochzukommen. Allerdings verpasst du das leckere Essen hier oben. Quests kannst du dir auch von der Questtafel holen. Ja, das mit dem Essen war schon cool. Dort gibt es die gleichen Quests wie bei mir. Du musst nicht beides überprüfen. Jawohl. Dann treten wir der Quest mal bei. Ja, wir möchten die Quest annehmen. Das Kessedön-Gedöns. Und wir brechen zur Quest auf. Gut. Gehen wir sie suchen. Dann gehen wir erst einmal in die Truhe und nehmen unsere Tränke mit. Und diesmal können wir uns Zeit lassen, auch unsere Beute zu holen. Es leckt gerade ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Hallo? Kann ich überhaupt sehen, wie Einstellung im Moment ist? Nö, hat sich nicht hochgestellt. Also frage ich mich, warum es gerade hängt. Eigentlich hätte ich jetzt mal lieber gucken müssen, was sind denn Kestodons überhaupt? Wir müssen nochmal kurz zurück zu unserem Feldlager. Oder wir folgen ihm einfach. Da sind sie. Das, mein Freund, sind Kestodons. Zeig mir, dass du sie alleine erledigen kannst. Sei vorsichtig. Oh oh. Komm, das Kleine hier. Wir haben das Junge von irgendeiner getötet. Die müssen doch wütend werden. Oh, ausweichen. Kommt Zeit zum Angriff. Nimm das, du Kestodon oder was du bist. Oh. Oh. Komm, wie viel hält das Ding noch aus? Wir haben's. Es war noch mal ein männliches.
Und wir trinken einen Trank, dann können wir uns wieder aufheilen. Komm, die bekommen wir. Das war jetzt ein weibliches. Wie kann man die denn unterscheiden? Nein, ich wollte das Material mir nehmen. Es war wieder ein weibliches. Okay, suchen wir eine andere Gruppe. Dann rennen wir mal nach. Wegen der Kestodons solltest du dir keine Sorgen machen. In diesem Wald gibt es noch viel größere Monster. Beim Jagen können die einheimischen Wesen nützlich sein. Lerne so viel wie möglich über sie. Mhm. Dann versuche ich mir ihr Verhalten zu merken. Im Gras sind wir zumindest auch unbemerkt. Was macht der da? Sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Ja, ich bin vorsichtig. Oh Gott, hier sind die Erwachsenen. Komm erst auf die Großen. Oh, ausweichen. Mann, und es leckt warum auch immer so. In den vorigen Part hat es kein einziges Mal geleckt. Ich hoffe, das ist nicht so arg in der Aufnahme. Wieder aufstehen. Komm, das war das Männliche. Oh Gott. Der will sein leidendes Kind oder Verwandten retten. Jetzt haben wir sie erledigt. Seid ihr auch zwei weibliche? Jetzt fehlt nur noch einer. Komm. Unsere Katze soll da aushelfen. Ah, jetzt müssen wir lieber aufpassen. Gute Arbeit. Damit wären wir hier so gut wie fertig. Moment mal. Hey, komm mal her. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Gut, wir folgen ihm gleich. Was hat, stand da gerade irgendein Großjagers? Schau dir mal die Kestodons an. Irgendwas stimmt mit ihnen nicht. Oh! Haben wir Glück oder was? Da ist der. Ich wusste es in diesem Ökosystem und mehr konnte ich lesen. Großjagers. Ein extrem aufgeregter Großjagers ist schlecht für uns. Wir müssen ihn aufhalten. Wir versuchen es mal. Deine Waffe verliert ihre Schärfe. Geh auf Abstand und benutze einen Wetzstein. Wenn du deine Freunde um Hilfe bitten willst, öffne das Menü und wähle Notleuchtzeichen aus, um sie zu rufen. Und du wirst sicher Freunde brauchen, wenn du gegen ein paar stärkere Monster kämpfst.
Damit die Spähkäfer ein Monster besser verfolgen können, brauchen wir eine Fährte. Zum Beispiel Fußabdrücke. Gut, du entdeckst viele Hinweise. Ja, ich hoffe, wir sind bereit für den Kampf. Der ist aber schnell weggerannt und weit. Oh, jetzt können wir auch mal schwimmen. Halt nur kurz. Komm, dann gehen wir in Land. Das war da gerade ein... Was für ein Pilz? Nitropilz. Ist gut für Schießpulver. Dann nehme ich natürlich noch ein zweites Mal mit. Dann gehen wir hier weiter hoch. Und da oben ist es. Okay, wir haben eine Fährte gefunden, die gut genug ist, damit die Spähkäfer uns zum Großjagras führen können. Mit Hilfe der Fokuskamera verlierst du ein Monster weniger leicht aus den Augen. Oh oh. Hat er es uns nicht gesehen, das Vieh? Oh, 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 oh. Oh Gott, der zerstört alles. Nein! Komm, das Ding haut die ganze Zeit ab. Mit einer stumpfen Waffe solltest du kein Monster angreifen. Deine Attacken sind dann schwach und prallen leicht ab. So, das Monster ist müde. Jetzt ist deine Chance, ordentlich Schaden anzurichten. Wo ist das Monster? Mist, wir müssen dem Monster hinterher. Komm. Wir schaffen das. Schon wieder abgehauen. Wir gehen wieder auf den Heiltrank lieber. Da vorne ist ein kleines Jagras. Und wo versteckt sich der Große? Das ist die Frage. Da vorne ist er. Oh oh. Oh oh. Hat die falsche Taste zum Ausweichen gedrückt. Oh. Bleib auf Distanz und nutze einen Trank. Mist. Mann, wie viel Leben hat er noch? Gibt es keine Lebensanzeige von dem Gegner?
Und wir haben es erledigt. Oder? Komm. Komm, wir schlagen so lange drauf ein, solange es da liegt. Vielleicht steht es dann ja nicht mehr auf. Oh oh. Oh, seine anderen Viecher greifen jetzt auch an. Das Monster steckt in den Ranken fest. Schlag jetzt mit aller Macht zu. Ja komm. Vielleicht schaffen wir es halt zu erledigen in der Zeit. Wenn ein Monster wegrennt, dann halte dich an die Speerkette. Komm hinterher. Diesmal schafft es Vieh nicht zu entkommen. Man, das ist auf jeden Fall um einiges stärkeres Gegner. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir müssen weg. Komm, wir haben nicht mehr viele Tränke. Schau mal, das Monster ist fast am Ende. Bestimmt wird es sich in sein Nest zurückziehen, um sich zu erholen. Ja, dann müssen wir es verfolgen. Ja, jetzt haben wir wieder Ausdauer. Komm, der kann sich schon, darf sich jetzt nicht wieder erholen. Nein! Jetzt haben wir keinen Erholungstrank mehr. Der ist auch hier hoch. Hier hoch ist auch der, ja krass. Komm, den werden wir jetzt erledigen. Wir müssen ins volle Kanne drauf gehen. Mann, wann zerbrechen wir endlich seinen Panzer? Komm, er liegt hier auf der Seite. Das müssen wir doch schaffen. Oh Gott. Und wir haben es geschafft. Wir haben den Großjagras bezwungen. Das war mal ein fetter Kampf. Komm, da können wir auch mal mehr mitnehmen. Immer noch. Na komm, wir lassen die anderen mal in Ruhe. Habe jetzt auch keinen Bock, mich mit denen anzulegen. Und wir reisen zurück in das Basislager. Jetzt gleich. Wenn die Sanduhr da oben abgelaufen ist.
Und wir haben unsere Aufgaben geschafft. Quest erfüllt. Okay, was ist das jetzt? Ich glaube, wir haben eine Spur. Eine Spur für was? Vielleicht. Gehen wir weiter. Oh, was ist denn das? Pukai Pukai. Du hattest recht. Ein Pukai Pukai. Ein Pukai Pukai. Etwas hat ihn aufgeregt. Oh. Wir schon. Das vom Sora-Markt herausstammt? Ich würde es gern herausfinden. Aber wir sollten zuerst Bericht erstatten. In Ordnung? Ja. Garantiert. Stufe 2. Wir wollen alle mitnehmen. ...2400 Z, dann können wir uns das nächste Mal auf jeden Fall neu ausrüsten. Und mal sehen, was jetzt kommt. Also ihr denkt, ihr habt etwas gefunden, das uns zum Sora Markt daraus führen könnte. Ich würde ja sofort Forscher losschicken, aber nicht um ein nicht mit einem wütenden Pukai Pukai in der Nähe. Pukai Pukai Gebiet, das liegt ziemlich tief im Wald, wir werden besser vorbereitet sein. Sobald unsere Mannschaft von der Ressourcenzentrale des Waldlager wieder aufgebaut hat, dann sind wir am Zug. Bis dahin tun wir alles, um sie bei der Errichtung des Lagers zu unterstützen. An die Arbeit. Und das war's mit dem heutigen Part. Wir haben heute das erste große Tier erlegt. Ein großes Jahr, krass. Das war auf jeden Fall ein harter Kampf. 4-mal gewonnen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, morgen Mittag, wann auch immer ihr das Video seht. Bis zum nächsten Mal.